Servus und willkommen zur ersten Folge, offiziellen Folge von WeGrows. Ja. Und unserem Retro-Freitag. Prophet da, Simo da, aber beide gerade ein bisschen immer wieder AFK, darum habe ich gesagt, okay, machen wir ein bisschen alleine. Wir waren fleißig. Ich habe schon mal den Berg sozusagen komplett mal so weit durchgeackert. Dass wir wissen, wie weit dass das schon mal hintergeht. Wir müssen jetzt dann gucken. Das wird halt dann eine komplette Festung. Ich habe jetzt auch schon angefangen hier. Das wird irgendwann natürlich ausgetauscht. Entweder wird es eine Hecke oder es wird so ein Eisengitter. Das wird halt dann sozusagen diese Variante sein. So, jetzt gehe ich mal erstmal rein. Ich brauche nämlich noch mal ein paar Carpenters. Genau, da habe ich jetzt schon mal drei Stück da. Ich habe auch schon mal hier 12 Wolle. So, dreimal Wolle und dreimal Carpenter ergibt ein Bett. So, das stelle ich jetzt erst einmal, soweit ich da bin, hierhin, habe ich schon mal das erledigt. Gut. So, wir brauchen als nächstes, das möchte ich eigentlich auch so schnell wie möglich erledigen, brauche mehr Carpenter, das heißt, ich brauche mehr Sticks. Kommt das da, dann kommt das da. Da noch ein. Dann habe ich das und dann kann ich nämlich das da auch noch machen. Brauche nämlich auch zwei und ich brauche noch das da. Okay. So, dann heißt es jetzt hierhin das und hierhin das. Und ich brauche noch mal Steine. 32. Nee, ich kann einen ganzen Stack mitnehmen. Und 8 Kohle. Die kommen rein, die laufen. Ja, die müssen wir ja auch wieder verkleiden, ne? So, dann hätte ich gesagt, dann kommt hier als allererstes ein Gitter hin. So. Dann wird das nämlich so. Kommt dann eine Treppe. Dann ist das hier auch so und hier kommt dann Glas rein. Das machen wir jetzt auch hier drüben. Perfekt. Deswegen habe ich auch gleich ein wenig mehr Stein gemacht. So, dann brauche ich jetzt als nächstes das da, das da. Wie gesagt, die Türen werde ich jetzt noch nicht einfärben, weil wie gesagt, da kommt dann was anderes rein. Ja, das heißt, ich habe dann irgendwann hier komplett einen Weg, wo ich sozusagen seitlich jetzt dann halt was sehe, wenn ich dann irgendwann diese Gitterstäbe drin habe. Und von oben kann mich halt keiner angreifen. Also das heißt, ich bin etwas geschützter. Ich versuche nämlich so wenig wie möglich zu sterben. Die zwei anderen versuchen so viel wie möglich zu sterben. Habe schon gesagt, Gott sei Dank habe ich nicht dieses mit dem Leben angemacht, weil sonst hätte man schon keine Herzen mehr. Wobei. Das eine war, ja, okay, fail nicht meinerseits, aber da hat man wieder beide denselben Gedanken. Und wenn man beide denselben Gedanken hat, wenn gerade ein Monster vor einem steht, ist es meistens nicht klug, das zu machen, weil dann haut der eine den anderen. So war es auch. So. Genau. Dann haben wir schon mal das. Da kommt jetzt dann ein normaler Weg hin, weil dafür habe ich dann den Sledge irgendwann. Ja, dann, wie gesagt, wird irgendwann so ausschauen hier. Das heißt, ich habe jetzt dann
hier komplett dann ein Fluss drin. Und irgendwann wird es natürlich dann auch hier entlang gezogen. Das heißt, die Mauer geht dann auch bis hier hin. Ja, und da kann ich jetzt denn das dann ausbreiten, so breit, wie wir es brauchen. Und so hochziehen, wie es halt geht. So, ich habe jetzt da zwei Treppen und da zwei Treppen. Und dann geht es jetzt erstmal so. Und dann können wir schon mal bis hier hin. Auf jeden Fall bis aufs Dach rauf. Okay, so, dann hätte ich gesagt, als nächstes, wir machen als nächstes mal das Buch, weil wir haben Quests abgeschlossen, weil ein Enderman ist uns wegen gegengerannt, wenn er dann auf die Hucke gekriegt. So, wir haben die ersten Seeds. So, dann haben wir den Enderman drangsaliert, da kriegen wir eine Enderperle. Wir haben hier beim Rausgraben auch die Dirt bekommen. Ich nehme mal Marble, brauche ich immer wieder. Schön bauen. So, dann hätte ich gesagt, dann brauchen wir jetzt als nächstes. Dann machen wir aber auch gleich zwei. Zwei Eimer. So, und da es ja ein Ofen ein bisschen billig ist, bauen wir uns noch schnell einen zweiten. Halt, das mache ich mit Sticks, weil das sind zwei Eimer, das heißt, ich brauche vier Sticks. Oh, jetzt keine Kohle verschwenden, dann haben wir hier nochmal eine Enderperle. Oh, vier Enderperlen haben wir schon. Naja. Und das ist halt der Vor- und Nachteil, wenn man halt sozusagen dann hier Geronimo macht, weil das egal ist. So, das nächste ist, ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Holz brauche ich. Holz. Und zwar ein bisschen mehr. Und zwar, ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, und dann schauen wir mal, ob das geht. Jawohl. Davon auch fünf. Das heißt, ihr habt schon mal fünf Drawer. Und dann kann schon mal der Stein da raus. Der kann da rein. Cracked Sand raus. Der kann da rein. Alles weg, was Kisten frisst. Gravel kann auch rein. Sauber gemacht wird's erst. Ja, wenn wir dann das Lager aufbauen. Weiß ich noch nicht, wo ich das jetzt hinpacke. So, jetzt habe ich da noch Seeds drin. Das ist sehr schön. So, dann habe ich ja auf jeden Fall da unten noch die Quest haben wir fertig, ne, weil ich hier eine Schüssel gebaut habe. Da gibt es nochmal Marble. Dann kann ich gleich die nächste Kiste bauen. So, kommst du dahin? Jetzt kommt das Marble rein und es wird dunkel. Und ich kann ein Bett probieren. Nein, nein. Decke über den Kopf ziehen. Sehr schön. So, es ist Tag. Was ich ja am liebsten immer mache, ist genau das. Warten, bis ein bisschen dunkel wird. Und dann rausrennen. Und dann hoffen. Dann ein paar Spinnen vor der Tür stehen. Und schon haben wir noch mal ein paar Strings. Drei Stück. Hervorragend. Aber wir brauchen ja jetzt noch mal 24. Aber wir brauchen ja noch zwei weitere Betten.
So, habe ich noch ein bisschen Monster Jerky da. Ach genau, das habe ich nämlich auch noch hingestellt, weil unser Freundes Futter beinahe ausgegangen. Ja. Sozusagen, wir ernähren uns jetzt von Rotten Flesh. In der gesunden Ausführung. So, ich glaube 7 Stück. Einfach Drying Rack ist einfach nur 3 Half Slabs. Ja, das heißt sozusagen das da. Das da. Und ich habe nochmal 2. Nachteil, man muss die ganze Zeit rausgehen und die Monster kloppen, damit man was zum Futtern hat. Okay, das heißt, ich habe jetzt das. Genau, dann hat... wir haben nämlich festgestellt, dass wir vor der Haustür eine Hungry Note hatten. Die hat haben wir gleich noch zerdeppert. Weil am Anfang geht's noch, ne? Solange die noch keine Kraft oder Kraft hat sie schon, aber sie wirbelt einen noch nicht so hoch. Ja, aber darum auch Gott sei Dank, Sebo hat sie Gott sei Dank früh genug entdeckt. Genau. So, das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes. Okay, das kann ich vergessen. Ich kann mir noch kein Drachenei. Diese Maps, die habe ich zwar schon einige, aber nein. Dann machen wir nämlich jetzt oben weiter. So, das heißt, die Buckets, die sind jetzt fertig. Dann haben wir schon mal wieder das da. Und jetzt brauche ich die ersten Crops. Das ist ja das, was ich jetzt schon teilweise angefangen habe vorzubereiten. Dass ich weiß, wo ich hin muss. Weil sozusagen, wir haben jetzt dann hier unseren Hauptweg und der teilt sich dann auf. Ne? Wir wissen ja, dass wir da hinten das Meer haben. Das ist ja Gott sei Dank immer noch ein paar Meter weg. Das heißt, ich werde so weit wie möglich rübergehen und dann bis nach vorne. Also das heißt, es kann sogar sein, dass ich das Meer noch sogar ein bisschen zumache. Kommt drauf an. Wie weit es rüber geht, dass wir die Felder halt hinten machen. Weil hier kommt jetzt dann mein Agricraft-Bereich rein. Den werden wir schon mal jetzt ein bisschen vorbereiten. Beziehungsweise, nein. Ich werde noch was anderes machen vorher. Ich glaube, ich brauche das da. Können jetzt natürlich auch nach Garden Stuff suchen, aber es wäre langweilig. Nein, das habe ich. Ich habe recht. Das ist das da. Und ich brauche noch mal ein paar Sticks. So, dann haben wir nämlich auch gleich unseren ersten Kompostbin. Weil den braucht man nämlich dann auch. Ja, genau. Und ich muss jetzt nämlich das dann, bevor ich den da bauen kann, muss ich jetzt erstmal das da machen. Das heißt, ich brauche Weizen, Sugar Canes und Mandrake. Sugar Canes, habe ich schon Sugar Canes? Nein, ich glaube, für Sugar Canes muss ich schon mal das erste Mal breeden, ne? Ja, weil hier habe ich. Wir nehmen jetzt mal das alles raus, weil Seeds möchte ich bitte dann auch in der separaten Kiste haben. Machen wir auch gleich in der Doppelkiste. Klack, klack. So, kommen hier die Seeds rein und auch das. Ne, das Bone Meal kommt bei die Monster Loots mit rein. Bis wir irgendwann die Farbe haben. Das kommt weg. 16 haben wir. Okay, zweites Bett wäre schon fertig.
Das werden wir uns dann irgendwann ergattern. So, dann habe ich hier jetzt Erde. Wie gesagt, dann mache ich jetzt aus der Kiste jetzt dann das Holz Dohorbohu. So, und jetzt brauche ich, was brauche ich denn für Sugarcane? Ich glaube Wheat und, genau, Wheat und Carrot. So, dann heißt es, ich nehme jetzt davon zwei mit. Und bevor ich jetzt den Sand verwende, dann brauche ich jetzt dann auch noch das andere Schwert, wo man sich rausziehen kann, weil, ja, sonst wird es ein bisschen witzig. Wir laufen mal ein bisschen rum, ob wir hier ein bisschen Sand finden. Ja, ich könnte mal Richtung Wasser laufen, da hätte ich vielleicht bessere Chancen. Ja, und dann heißt es, wir machen das alles schön brav sauber. Ah, dann kann ich nämlich anfangen, wie gesagt, das Agricraft ein bisschen schon mal aufzusetzen. Weil wir brauchen ja einmal sozusagen das, damit das Zeug rumlaufen kann. Ah, das heißt, ich stelle einen hin und danach kann nach mir die Sintflut, ne, dann kann das erstmal laufen. Wird natürlich erst cooler, wenn wir anfangen auch das die Sprinkleranlage laufen zu lassen. Aber dafür brauchen wir ein bisschen was, was wir noch nicht haben. Super, jetzt ist hier natürlich Erde. Haben natürlich weiter runter. Ah, da hinten noch ein bisschen was. Aber wir brauchen ja auch noch Glas. Das darf man nicht vergessen. Ja, ich habe mir jetzt was gedacht. Na komm. Willst mich oder willst mich nicht? Ich habe mir nämlich gemerkt, ja, meinst du, bin ich so blöd? Aber ich habe gemerkt, wenn man so in so einer leichten Position ist, wo man sozusagen einen Block weiter unten ist, hat man bessere Chancen. So, nehme ich hier ein paar Steine weg. Dass ich auch rauskomme. Aber die mir nicht hinterher. Haha. Tschüss. Ich glaube, ich habe da hinten richtigen Sand gesehen. Also das gelbe Zeug. Nicht das rote. Dann nehme ich mir auf jeden Fall auch einen mit, weil den kann man dann schon mal irgendwann in die Fässer packen. So, rein. Ich habe zwei da. Sehr gut. Und zurück. Das heißt jetzt dann für mich, es wird gleich dunkel, kann ich gleich wieder ins Bett. Das ist das Schöne. Wenn man eins hat, dann ist die Nacht nicht mehr so beunruhigend. Wie gesagt, das Lustige ist, am Anfang hofft man, dass man so schnell wie möglich ins Bett kriegt. Kennt ihr das? Und wenn man dann das Bett hat, dann wird man irgendwann leichtsinnig und arbeitet nachts die ganze Zeit durch. Draußen. Geht mir immer so.
Je mehr, dass ich die Zeit vergeht, umso bessere Waffen, dass ich habe, umso mehr ignoriere ich die Gefahr draußen und sag mir, ja, passt schon, geht schon, oh Mann. So, dann hätte ich jetzt gesagt, ich mache jetzt einfach mal aus Jux und Dollerei das gleich hier hin. Das war clever. Simply clever. So, aber ich habe jetzt schon mal die Eimer. Wir haben Gott sei Dank ein bisschen Wasser vor der Nase. Heißt, ich gebe das jetzt rein, dann müsste das jetzt eigentlich passen. So, dann brauche ich das, dann brauche ich das, dann brauche ich gleich noch mal Erde. Weil wir brauchen ja auch noch Belladonna. Dann haben wir das auch schon mal. Da kommt da auch noch ein Agricraft-Ding hin. Und so. Und wir haben ja Bone Meal bekommen, ne? Das ist ja das Schöne. Und bei Vanilla kann man das ja züchten. So, nehme ich gleich einmal. Für den Regrowth ist ja, es kann kein Unkraut wachsen, weil wie denn auch? So, dann habe ich jetzt einmal Belladonna. Einmal das und jetzt muss ich warten, bis er mir das. Ach so, nee, Mandrake, ich habe Belladonna. Mandrake kriege ich über Potatoes. Okay. Dann hätte ich gesagt. Potato haben wir ja auch. Dann brauche ich noch mal zwei mehr Erde, bitte. Brauche noch mal Agricraft. Potato. Ich. Und dann wird hier auch. So, sehr schön. Dann haben wir schon mal hier unseren ersten Sugarcane. Habe ich jetzt leider einen Potato Seed bekommen. Den brauche ich nicht. Ich brauche ja, genau. Wenn ich den noch auswachsen lasse, dann habe ich vielleicht auch eine Chance, dass ich hier was kriege. Ich bin ein Held. So, okay. Wie gesagt, mache ich jetzt erstmal am Anfang hier, bis ich da vorne den Bereich habe. Ich sage, ich werde das erstmal wegen abstecken, weil da das ist sehr, sehr, sehr viel rumtesten. Dass wir dann das beim nächsten Mal dann komplett aufbauen können. So, ich möchte aber noch, wenn es geht, den Ständer bauen. Aber dafür brauche ich halt, wie gesagt, eine Belladonna. Nicht eine Belladonna, eine Mandrake. Okay, so, habe ich noch irgendwas, was offen ist? Das nein, die Flowering, Mystical Flower. Okay, das heißt, da geht es dann Richtung Botania. Das muss ich auch momentan erstmal provisorisch hinmachen.
Okay, dann habe ich ja Gott sei Dank diese Bastel-Dinger da. Kann ich hier auch gleich mal rausnehmen. Und Floral-Dinger brauche ich auch. Denn als erstes kommt das da. Jawohl. Brauche natürlich weiß, was ich nicht kriege. Viel brauche ich denn davon? Zwei, glaube ich, ne? Wenn halt noch meilenweit von der Schere entfernt, dann wäre es mir wurscht. Ach komm schon, gib mir noch eine weiße. Danke. So, was brauche ich? Weiß, genau. Sehr, sehr schön. Komplett wieder voll gespammt. Kennt man ja nicht anders von mir. Die lasse ich jetzt mal da herin. Das waren die kleinen. Das ist der da. So, dann brauche ich jetzt als nächstes noch schnell nochmal eine Doppelkiste für die Blumen. Ich möchte nicht, dass sie decayen. Follow me. Ups. Anschrei-Button an. So, genau. Dann sind nämlich die auch alle drin. So, das heißt, wir haben jetzt hier Claim. Das haben wir durch. Und das haben wir auch durch. So, und jetzt brauchen wir noch das Teil da. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Planks, zwei Slabs. Gott sei Dank habe ich die noch nicht verballert. So, dann brauche ich davon welche. Eins, zwei. Kommst du dahin. Da kommst du dahin. Dann brauche ich jetzt von dir acht Sand. Dann kommst du nämlich da rein. Dann brauche ich jetzt noch drei Sticks. Jetzt brauche ich noch ein Slab. Dafür brauche ich jetzt ein bisschen Glas. Ich glaube, sechs Stück, ne? Glaspanes. Was kostest denn du? Ja, sechs Glas. Noch richtig im Kopf gehabt. So. Ich wüsste auch, warum, dass ich gleich immer wegen mehr Crafting Tables gemacht habe am Anfang. Denn schon brauche ich einen zweiten, der ja schon voll ist. So, komm, brennen wir noch das letzte durch. Habe ich hier auch schon mal mein Glas. 16 davon. Dann gehen die da rein und ich habe meinen Seed Analyzer. So, für das Lexica Botania brauche ich drei. Ja. Habe ich genügend Bonemeal einstecken? Ich hoffe.
Sizizit, Belladonna Flower. Die tue ich jetzt auch mal mit reinpacken. Ich packe hier mit hin. Du kommst dahin, da kriege ich eine Seite. Mystical Flower. Pink ist was ich immer nehmen kann. Ganz selten, dass ich irgendwas brauche mit Pink. Dann haben wir das auch noch. Kann ich das auch noch claimen? Und dann hätte ich gesagt, ja, haben wir richtig viel geschafft. Wir haben Agricraft angefangen. Wir haben den Seed Analyzer gemacht. Wir haben die ersten Seeds fertig. Wir haben Botania angefangen. Ja, das Mutation und so weiter, das und so fort, das kommt jetzt dann auch noch dran. So, haben wir noch irgendwas erledigt? Nee, das noch nicht. World Teaches. Okay, da geht's dann jetzt auch los mit den Büchern. Da haben wir den Supercrafter, den Supercrafting Frame. Das ist was wir noch hinkriegen. Das haben wir sogar alles da. Das ist super. So, und dann hätte gesagt, packen wir das rein. Dann haben wir schon mal hier auf jeden Fall auch drauf die Agricraft-Sachen. Ja, und dann hätte ich gesagt, war's das schon für die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.